Ja, tatsächlich bin ich damals über den Campus gegangen und habe einen getroffen, den nannten alle die goldene Zitrone. Es war ein Motorradfahrer und der hat mich angesprochen und mir gesagt, studiere Rechtswissenschaften, denn es wird keinen Sachverhalt im Leben geben, wo du keinen Bezug zum Recht finden wirst. Schau mich an, ich bin Motorradfahrer. Und dann habe ich mir gedacht, okay, der Sachverhalt, der mich interessiert, ist die Freiheit. Mal schauen, was das Recht zu bieten hat. Im Wesentlichen ist der Hauptzugang, die richtigen Fragen zu stellen oder überhaupt Fragen zu stellen. Das heißt, im Augenblick zum Beispiel stelle ich mir die Frage, warum alle großen Technologieunternehmen im Augenblick ihre Investitionen darin setzen, unsere Gefühle und unsere Sentiments, unsere Stimmungen zu erfassen und aufzuzeichnen, also herauszufinden, wann wir in einer guten Stimmung sind, wann wir aufgeregt sind, wann wir wütend werden und aggressiv werden. Und dann zu fragen, was bedeutet das für uns, für das Recht und natürlich wieder für die Freiheit und für die Gesellschaft und die Demokratie. Naja, grundsätzlich ist es ja so, dass wir erst einmal sehen müssen, wo unsere Emotionen erfasst werden. Und es beginnt schon ganz einfach damit, wenn ich Ihnen ein Emoji versende. Das ist bereits eine Form von Emotion, die ich ausdrücken kann. Und jetzt geht es eben weiter, dass man eben Animojis zum Beispiel bei Apple verwenden kann, wo die Figuren, die wir nutzen, unsere Gesichtsausdrücke mit transportieren. Aber gleichzeitig bedeutet das natürlich, dass unsere Gesichtsausdrücke und all das, was wir zeigen, erfasst werden. Und alles, was erfasst wird und gespeichert wird, kann natürlich zu Mustern zusammengestellt werden. Und wo kann man es verwenden? Natürlich in allen Bereichen der Wirtschaft, für die Werbung, für die Beratung, im Telefonservice, natürlich für die Partnervermittlung. Also auch hier wieder unzählige Möglichkeiten und ist natürlich ein großes Business. Und natürlich interessiert das da sämtliche Unternehmen, was man damit machen kann. Oder aber auch eine andere Frage, was bedeutet die Art und Weise, wie wir in sozialen Medien miteinander kommunizieren für die Demokratie, für die Freiheit? Also Fragen zu stellen, Sachverhalte zu entdecken und dann natürlich an das Recht anzubinden und zu schauen, welche Rechtsinstrumente existieren und welche müssen wir erst schaffen, damit wir sozusagen den Ausgleich in einer Gemeinschaft schaffen. Also für mich ist die Rewe Graz deshalb ein besonderer Ort, weil sich hier sehr gut denken lässt. Denken lässt deshalb, weil es eine Vielfalt an Lehrenden gibt, die unterschiedlichste Bereiche abdecken. Gleichzeitig aber die Fakultätsleitung auch dafür sorgt, dass es eine Anbindung zu all den Bereichen gibt, die international relevant sind und in einer Stadt, die langsam genug ist, um diesen Denk- und Kreativraum auszunutzen, aber gleichzeitig schnell genug, um überall angebunden zu sein. Also für die ganz großen Lösungen und Fragen, die für unsere Gesellschaft anstehen, und es werden einige Themen sein, die wir zu lösen haben, gerade in diesen konflikthaften Zeiten, halte ich das für einen extrem guten Ort, hier Lösungen gemeinsam zu finden.